Bin bereit, Mann. Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Was geht ab? Auf geht's, Jungs. Yes. Mit einer besonderen Folge TPT React. TPT React. Unterwegs, on the road, zu CCG Open, Grand Open. Ja, Mann, es ist 12:30. Was? Echt jetzt? Wann kommen wir so an? So 5 oder so. Alles perfekt. Und was besprechen wir heute? TPT React auf die neue Bandlist. OCG-Bandlist. Bisschen spät, aber wir hatten zu tun. Ihr seht ja, wir sind unterwegs. Ja, on the road. Müssen organisieren und so ein paar. Ja, Mann, sag mal an, Leute, fang mal an. Ich fang an. Limitiert. Was? Was heißt limitiert? Auf 1, oder? Ja. Und nichts verboten? Sangan. Ja, Mann, mit dem Errater. Ach, was vorher verboten? Es gibt verboten, ja, Mann, du hast verboten übersprungen. 3 Karten wurden verboten. Verboten. Monkey Board. Ja, ja, Mann, zum Glück wohl. Echt verdeckt eigentlich. Was noch? Weil man kann ja, also warum verboten, ist klar. Er sucht halt einfach, er ist selber eine Scale, sucht sich noch ein anderes Scale, dann kann man gleich wieder, wenn man welche, weißt schon, im Exit-Card rum und rum, kann man gleich hier, weißt schon, Pendels sammeln, dann kann man gleich abgeben wieder. Also, ja, nur mit einer Karte. Mit einer Karte kann man wieder vor abgeben. Ist halt echt so, ist halt echt richtig. Auf 1 ist auch spitze stark gewesen. Ja, Mann, auch keine Handkarte, ich sie zum Monkey Board tot. Das ist halt echt so. Was da? Da war wohl Chain. Ja. Verständlich, endlich. Also bei uns ist er schon eigentlich schon lange gebannt jetzt. Ja. Da gab es auch noch die Karte. Also ganz ehrlich, warum mal in Japan nicht gebannt wurde schon länger, weiß ich auch nicht. Aber jetzt ist er ja auch gebannt. Wenn bei uns der Lava Chain auf 1 wäre, das wäre vielleicht echt. Oh mein Gott, ich würde zu viel und ich meine, der echt noch krasser, dann kommt man aus dem Liga live ohne Ende. Zu viel. Nächste Karte. Live Equalizer. Ja, aber halt die FTK weg. FTK weg. Ich denke auch, dass... Ja, aber bei OTG hat man es nicht so gespielt. Also habe ich nicht so aufgespielt. Ich denke mal, die werden das bei uns auch machen. Ja, ich glaube auch. Ist das Deck so? Obwohl. So dominant, so konstant. Ja, es ist halt schon konstant genug. Eigentlich schlechteste Matchup hat eigentlich nur... Es kommt nicht auf die Dominanz an. Es kommt einfach nur darauf an, dass Konami einfach FTK-Builds einfach komplett weghauen will. Die wollen es einfach nicht mehr haben. Sich, wollen sie das? Ja, natürlich. Ja, Tati, du bist schon länger dabei. Wie war das denn früher mit den FTKs? Ja, es gibt auch. Es gab selbst wieder FTKs immer. Ja, Frog FTK. Ja, und die haben, und soweit ich weiß, will Konami einfach alle FTK-Builds einfach immer in Keim ersticken. Ja, es gibt ja immer noch Exodia FTK. Es gibt doch Cosmos Swordtrooper FTK. Ja, aber Exodia FTK spielt da kein Mensch. Das ist ja das, aber das Life Equalizer war ja... Oh mein Gott, muss ich das jetzt auspacken? Ja, pack aus, beweis es mir. Also nach Runde 3 so, Hong, was geht ab, Mann? Drop, Alter. Ja, er hat den Mindcrash, Mann, was soll ich machen? Digga, tot, Alter. Wer spielt schon Mindcrash noch? Ja, gibt's immer welche, Leute. Nee, ich denke einfach mal, wenn Konami zum Beispiel sehen würde, dass zum Beispiel seine Exodia FTK auch jetzt wieder im Kommen ist zum Beispiel. Ja, die Exodia kommt. Dann werden sie wahrscheinlich auch unterbinden einfach. Stell dir vor, die werden nur das Lied gemeint. Du wärst auch dein Tüster, Alex. Das waren die verboten, jetzt kommen wir auf die limitierten auf 1. Sangan mit dem Errata. Ich glaube, der Errata ist, man darf ihn nur einmal pro Runde machen. Und du darfst das Monster dann nicht benutzen, das du suchst. In dem Zug, oder? Ja. Finde ich okay? Also Sangan, ich weiß nicht. Aber ich denke mal, dass in welchem Deck wird man Sangan spielen, ganz ehrlich. BA, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht, höchstens im BA vielleicht. Also ich war Sangan Zeit nicht da, ich weiß nicht so, wie Sangan abgeht, ursprünglich. Hey. Das kannst du mit damals nicht vergleichen, man. Damals war Tourguide auf Sangan, ja. Dann lässt du es so liegen, damit Sangan stirbt und dann holst du die Rescue Rabbit und dann gehst du ab, man. Das war halt damals auch ganz langsam. Also ich dachte, Sangan kommt mit dem Errata, ich weiß nicht, aus welchem Grund. Ja, aber unnötig. Errata echt unnötig gewesen. Auch mit vollem Effekt wäre er unnötig. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, ich meine, die bringen mit dem Errata raus, aber mit vollem Effekt, nächste Karte, 1000 Ice Restrict. Keine Ahnung, was ist das? 1000 Gisopfer, du Opfer. Oh mein Gott, der ist ja gebannt, oder? War auch bei uns, oder? Ja, klar. Oh mein Gott, das ist wieder falsch, der ist krass. Oh mein Gott, mega, Mann. Ist der so leicht rauszukriegen? Aber ja, Instant Fusion, Mann, kennst du? Ich weiß nicht, wie viele Sterne der hat, Mann. Einen. Sterne kannst du auch, Alter. Du saugst einfach Monster oder das andere Monster. Ja, Mann. Ja, Mann.
Nee, der überlebt dann sogar, weil durch seinen Effekt wird nur das Material abgehängt und er wird überleben. Echt? Aber ich glaube, die werden auch dann in Zenfusion wegkommen, oder? Genau. Ist Zenfusion nicht bei dir schon weg? Ich glaube dann nicht. Dann nächste Karte Dante. Oh, endlich. Ich hasse BA gerade. Ja, also auf 1 ist dann schon echt eine ist schon echt hart. Also das ist schon BA tot. Oder Tati, was meinst du? Passt. Ich würde sagen, also wenn Dante weg ist, ist schon echt, ist echt eine krasse Einschränkung, weil du hast einfach, du brauchst Dante, um zu willen, du brauchst ihn für jetzt auch Beatrice Bild. Wird immer wieder Sachen recycelt. Ja, du hast keine anderen guten. Du hast da keine Ressourcen mehr, Mann. Also das wird endschwer für BA, da überhaupt noch mitzumachen, ganz ehrlich. Also, sehr gut. Der nächste gerade Scar. Sehr gut. Die machen, also das also finde ich auch viel zu hart. Die machen Dante auf 1, noch Scar auf 1. Scar. Ja, aber dafür ist bei denen, sind die anderen zwei immer noch auf 3. Ja, ja, mein Gott, aber Dante auf 1 hat schon gereicht, finde ich. Ja, aber ganz ehrlich, ja. Weil Scar kann man noch einen anderen Deck spielen. Ja, wobei, warte mal, die haben Tourist auch auf 3, oder? Ja. Oh mein Gott. Okay. Ja, aber Scar kann man noch einen anderen Deck spielen, deswegen, was bist du noch nicht? Ja, ist okay. Dein Joker. Ach so, Joker. Ist er auch, ist bei denen auch auf 1 groß? Ja. Ist er jetzt auch auf 1. Auf der Jesse ist auf 1, also. Ist immer noch stark, aber halt ist okay. So, auf 1 ist er echt okay. Er ist jetzt nicht so wie Monkey Board, ja, wenn man jetzt ihn zieht, kann er sich höchstens noch eine, also wenn er keine Handkarte hat oder so, dann kann er keine Ding machen. Ja. Und dann ist er muss halt außer er sucht Monkey Board. Er muss halt normal spielen. So ist es. Ja, eben, wir normal eben. Ja, genau, das ist auf 1, ja. Das ist auch echt gut, Ignista auf 1. Oh mein Gott. Ja, gut für Kosmospieler. Kosmospieler, wobei... Aber in Japan gibt es keine Kosmospieler. Ja. Aber trotzdem ist Ignista echt, also echt ein krasses Synchro-Monster. Es macht plus, es macht. Ja. Gerade wenn du gegen Pepe auch spielst. Seit langem mal wieder ein krasses Synchro-Monster. Ich finde, Ignista ist ja nicht nur ein Pepe krass, sondern eigentlich ein guter Achter im Allgemeinen. Weil du kannst einfach eine Karte von dir wählen und dann halt eine andere Karte ins Deck mischen. Also man kann und ja auch Special tut da auch noch was. Eben. Ja, ja, nein, aber du musst ja nicht in Pepe, du kannst ja auch, du musst ja nicht unbedingt in Pepe spielen zum Beispiel. Ignista kann man ja überall spielen, oder? Ja, Paddle Monster, was ich interessiert. Ja, ja, aber ich meine, du musst ja nicht jetzt unbedingt jetzt so ein Dragon Pass sein, verstehst du? Ja, ja, klar. Weißt du, das ist halt, das ja, ist halt einfach, er ist einfach ein echt krasses Supermonster. Okay, ich glaube, ich habe einen netten Dings Pepe gefickt. Pixel Card Sorcerer, also Battle. Ja. Okay, nein, viel zu hart. Ich finde es echt schon heftig. Ja, ja, also ich meine nicht die Karte, sondern der Ban. Die hätten ihn ruhig auf 3 lassen können. Die hätten ihn ruhig auf 3 lassen können, es hätte keinen gestört. Ich muss ehrlich sagen, was soll denn Sorcerer noch suchen, eben. Oder? Man Joker hatte... ist auf 1, Monkey Bot ist gebannt, oder? Ja, wen sollen sie denn noch suchen? Die haben ja noch Gitarre, Lizardraw. Okay, ja, aber dann kein Silverclaw. Okay. Also so krass, also das ist schon echt hart. Noch eine schlimmere Karte, Back of Face auf 1. Okay, die Karte ist echt schlimm. Also die Karte ist echt krass, aber ich weiß nicht, auf 1, die Karte... Verstehen? Nein. Kann auch verstehen. Aber ich bin einfach nur der Meinung... Last auf 1 hätte gereicht. Ich sehe ja, die wollen ja Pepe anscheinend komplett zerstören, damit sie irgendwie vielleicht Wege für neue Pendeldecks freimachen. Ja? Weil anders kann ich mir nicht erklären. Ja? Weil... Wenn du ein Deck ich glaube, die kriegen neue Performance deswegen. Ja, aber werden die so krass wie die jetzt? Ich weiß nicht. Nein, ich denke auch. Ja, das meine ich ja. Weißt du, ein Deck, nein, zu, ein Deck, Pepe spielt. Ein Deck zu schwächen reicht, wenn du ein paar Karten irgendwie limitierst oder so. Aber eine Karte und so. Die eine Karte so, noch so, ich zerstöre gleich das komplette Deck. Ja, aber noch eine krassere Karte mit Tati. Wavering Eyes auf 1. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Was sagst du dazu, Tati? Ich bin echt froh. Also das heißt, die Karte ist einfach unfair. Die Karte ist einfach krass. Ich weiß nicht, also es wird ich bin kein Pepe-Spieler, ich bekomme das nicht so zu spielen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mir jetzt ein Video angeschaut, ja, über ein neues Pendel-Synchro-Monster, was rauskommen wird, und ich muss ehrlich sagen, er hat verschiedene Starttrainer getestet und er hatte immer Wavering Eyes auf der Hand und hat dann durch diese Karte eigentlich immer diesen, also ein krasses Feld rausgehauen mit Strikes, weil die spielen es dann mit Ariadne. Das fand ich einfach nur zu übel und da hat er dann nochmal Wavering Eyes auf die Hand bekommen durch dieses Pendel-Monster-Effekt. Einfach nur zu krass, oder? Ja, Gott sei Dank. Ja. Aber durch diese Optionen hat er halt dann auch diese Karte rausgebracht, ja, was einfach unfair ist. Ja, die Kartenkombination zusammen ist einfach so. Okay, da haben sie noch mehr Hass auf Dings gegeben. Laster Pendel auf 1. Okay, schon echt übertrieben. Aber gut, er ist auch auf 1. Bei uns auf 1, aber die haben ja vollkommen recht. Ja, aber gleich alles auf 1 zu machen, viel zu übertrieben. Mars Change Second. Ja. Okay, Mars Change 2. Auf 1? Ja, auf 1. Echt? Gegen Hero
das war halt immer eine gute Option. Ja, Mass Challenge 2 kann man in jedem Deck spielen. Eben, ja. Das war halt immer eine gute Option. Also in jedem Dark Deck spielen, oder? Wieso? Es gibt ja auch noch andere Helden. Ja, klar. Bist du gut, ist die Karte. Ich finde es halt schade eigentlich, weil... Man hat eben selber nur 1-2 gespielt. Ja, aber... Man hat selber nur 1 gespielt im Zero. Ich verstehe das auch nicht ganz einfach. Das war aber 1, genau. Ja, am BA haben sie vielleicht gespielt, ja. Ja, aber dann wie auf dem Ziel auf 1, verstehe ich echt. Vielleicht wegen BA, weil BA deckt oder was ist das? Ja. Deswegen haben sie auch als nächste Karte gleich Tourguide auf 1 gemacht. Ja, okay. Nein, viel zu hart. Nein, Mann. So, Dante und Skarm auf 1. Bei uns ist sie auch auf 1. Ja, aber bei uns ist Dante nicht auf 1, bei uns ist Skarm auch nicht auf 1. Ja, aber bei uns ist auch noch keine Battles rausgekommen, Alter. Du weißt nicht, was kommen wird. Ja, aber alles auf 1 gleich mal ist viel zu hart. Ja, aber das ist doch klar, die wollen jetzt die alten Decks schwächen, die rauskommen. Schau mal, ich meine, Shadol und BA kamen noch zur selben Zeit fast raus, oder? Ja. Ja, Shadol haben sie Ends zerstört jetzt, ja, und jetzt ist Burning Abyss dran. Wollen einfach das Deck aus dem Aber Kerzen. In Japan kamen die nicht gleichzeitig aus. Nein, in Japan nicht, aber in Japan haben die jetzt auch alle ihre Karten bekommen mit Beatrice und so. Ja. Ja, und denken sich, okay, das haben sie ein paar Mal gespielt, das reicht schon, tschüss. Bei uns genauso. Jetzt warten sie, bis Beatrice draußen ist, dann müssen sie den Verkauf noch ein bisschen pushen und dann werden sie wahrscheinlich bei der nächsten Beatrice dann sagen, ja, auf Wiedersehen und hierher mit den neuen Decks jetzt. Es ist einfach alles nur Verkaufszahlen. Die nächste Karte für alle Cosmos-Spieler, Teleport auf 1. Ja gut, aber in Japan gibt's ja kein Cosmo. Warum aber die spielt man zurzeit in jedem. Auf Phantom Knight, dieses ganze Super Quantum und diese Scheiße. Genau. Monarch, Super Quantum. Es geht um die Super Quantums und ich finde die schon echt krass. Die sind schon echt stark. Also weil die Effekte kommen, wenn sie gespecialt werden, genormelt werden oder oh mein Gott. Also dieser blaue, der ist schon echt gut. Ja. Wobei wir dann auch wahrscheinlich annehmen werden, dass Teleport bei uns auch auf eins ging. Oder vielleicht sogar gebannt. Ich glaube auch. Genau, dann kommen wir zu Monarch, Domain, auf den True Monarchs, also diese Feldzauberkarte. Okay, ja, die ja, okay. Ist schon auch heftig eigentlich. Die ist eigentlich echt heftig. Kein extra Deck benutzen, dann Monster mit den Sternen reduzieren. Und ATK Push. Ja, ATK absolut Push. Also ich finde die Karte schon echt krass, man. Weil ich hab mal beim Nico mal zugeschaut kurz letztens, ja, da hat der Gegner einen Infinity gehabt. Dann hat er Domain ausgespielt, Effekt gemacht, dann hat er noch eine Domain ausgespielt, nochmal Effekt gemacht, sprich das Monster hatte dann 4 Sterne, konnte einfach ausspielen mit 2-8 Angriff oder und Infinity kann nur Bild schauen, ja. Wenn Infinity eine Domain negiert hätte zum Beispiel, hätte ihm einfach dann Stormforce gegeben. Also ich finde Domain schon echt krass, weil du einfach dann ein 2-8er Monster rein theoretisch dann spielen kannst, da du sie eh alles suchen kannst. Domain ist echt krass, ja, und der gute Spielfeldzauber. Nächste Karte. Pantheismus. Ja. Strawkarte? Ja. Die ist aber auch Hauptnummer, Mann. Ja, die ist auch echt krass. Du kannst halt beide Effekte gleich hintereinander machen. Das ist schon krass. Das heißt, du machst immer plus 1. Also die Karte ist echt, die ist wirklich eines der besten Draw-Karten überhaupt. Das ist halt echt so. Draw und Search, Mann. Ja, ja, weil du beides im selben Zug machen kannst. Ist klar, natürlich. Du kannst sie aktivieren und dann gleich suchen. Die ist natürlich themenbezogen, ja. Aber ich glaube, es gibt keine bessere Draw-Karte für ein Themendeck bis jetzt. Deine nächste Karte, Pendulum Call. Ja, okay. Ich glaube, die hatten halt Angst, wenn jetzt Pepe weg ist, dann kommt halt Magicians wieder. Ja, es hat die Frage, wie weit verbreitet bei den Magicians ist dort, wenn es viel gespielt wird, kann ich mir schon vorstellen. Bei uns jedoch wird es ja nicht mehr so viel gespielt. Denke ich gar nicht mehr. Gar nicht mehr, also ich kann es im OCG schon verstehen, wenn das Deck dort recht auch vertreten ist. Auch eine sehr unfaire Karte. Dann kommen wir zur nächsten Karte. Reasoning. Du weißt nicht, wie stark Infernax bei denen ist. Ich glaube, die hatten halt Angst, wenn die jetzt BA und BP werden, dass dann halt die ganzen kleinen Decks wieder kommen. Aber Reasoning spielt man auch mit mehreren Decks. Ja. Ja, was denn noch? Cosmo. Außer im Cosmo. Nein, Cosmo. Mit Monarchen habe ich es auch gesehen. Mit Monarchen? Ja, klar. Krass. Aber Monarchen mit extra Deck. Japaner, oder die sind immer für den Überraschung gut, oder? Das ist nicht kreativ. Also, Reasoning echt auch im Allgemeinen eine echt krasse Karte, im Ding sowieso. Hier im Inferno, ja. Ich denke, was ist Monster geht bei denen auch noch auf 3, oder? Ja, Monster geht jetzt sicher noch auf 1. Okay, ja dann. GB-Kollege hat es auch in seinem UA-Deck gespielt. Ja. Also die ist schon vielseitig, Mann. Monster geht? Nein, ja. Reasoning. Und ich habe ja auch von so einer Zauberkarte erzählt, die ich glaube, ist nächstes Jahr rauskommt.
ist, wenn man seine Hand entfernt, kann man sich einen zauberkartigen Deck auf die Hand suchen. Ich glaube sogar in Japan ist sie schon draußen. Bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall kann es auch viel damit zu tun haben, weil du suchst einfach eine Zauberkarte und kannst dann mit Inferno eigentlich voll abgeben. Aber du entfernst deine Hand? Ja, du entfernst zwar deine Hand, aber es muss ja nicht heißen, kannst du deine Plays machen und danach kannst du deine Hand entfernen zum Beispiel und dann suchst du dir Monster Gate oder Reasoning auf die Hand zum Beispiel. Ja? Und wenn du dir Monster Gate zum Beispiel suchst, kannst du im Inferno echt abgeben. Das ist schon echt gut. Das war's. Auf 1. Jetzt kommen wir auf 2. Du hast doch Monster Gate auch noch gesagt, oder? Ja, Monster Gate. Ja, okay. Ist auch verständlich. Warte. Wir hatten doch vor kurzem diese Fake-Bandliste angesprochen ja. Mit dem Leiden. Und da war auch Monster Gate und Hüsingen drauf und wir fanden das unsinnig. Ja, meint das jetzt vielleicht zusammenhängt? Nein, das ist aber. Wie kommt ein Typ, der einfach so eine Fake-Bandliste macht, auf diese Idee und dann wird es in Japan umgesetzt? So unsinnig war seine Idee ja dann gar nicht. Ja, aber in Japan ja, ist es ja anders. Meter. Weißt du, was ich meine? Nein, aber Monster Gate ist ja bei uns auf 1. Doch, ja, ich verstehe schon. Also, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt grüßen.